ein Lied für uns. Das ist eine Hymne gegen euch. Ich bin heute tatsächlich früh um 8 aufgestanden und rausgegangen, hier in die Elbe. Hier ist einfach nichts los und es ist schon ultra warm. Also, ich schwitze extrem in diesem Outfit und ich dachte mir, vielleicht wird es eigentlich eher zu kalt, aber okay. Es ist so schön. So, eigentlich wollte ich mich heute ein bisschen öfter melden, aber irgendwie ist heute nichts passiert. Ich habe Uni gemacht, dann waren wir einkaufen, ja, und dann habe ich eigentlich nur noch mein Video geschnitten, das, was jetzt mittlerweile schon draußen sein müsste. Naja, und da wir heute ja grillen gehen, an der Elbe mit ein paar Leuten, werde ich jetzt mal mein Essen vorbereiten. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Champignons und ein bisschen Paprika, was noch über war, auf Spieße gemacht und das mit Öl, Salz und Thymian gewürzt und das kommt dann einfach auf den Grill. Schon frech Oha, oha. Hello, hello. Heute ist Dienstag und es sind schon wieder 2 Tage vergangen, seitdem das Picknickkonzert war, nämlich am Sonntag. Genau, also ich war am Sonntag oder wir bei meinem ersten oder auch
fast unserem ersten Picknickkonzert. Ja, so generell eigentlich. Die haben ja letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal stattgefunden. Ja, es hat Provinz gespielt und ich war, oder ich bin es einfach immer noch, unglaublich glücklich wegen diesem Konzert, weil es einfach so schön war, wirklich so, so schön. Nicht nur Provinz ist unglaublich toll, sondern auch als Special Guest kam nämlich Jeremias oder Jeremias, je nachdem. Und ich finde diese Band auch so, so toll. Und ja, die haben halt als Vorband gespielt, dementsprechend gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oder wie sagt man? Also, ich bin wirklich so unglaublich glücklich. Und hier... ich habe ein Band von den Picknickkonzerten, natürlich. Wenn schon keine Festivals, dann wenigstens von Picknickkonzertenbänder. Ja, auf jeden Fall habe ich natürlich auch gefilmt, weil ich dachte, so das erste Konzert nach anderthalb Jahren muss ich natürlich filmen. Auf jeden Fall kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen was zeigen davon. Am allerschönsten fand ich tatsächlich auch, als wir vom Konzertgelände gegangen sind, schon ein Stück Richtung Bahn gelaufen sind, haben wir ja angefangen, so wie das früher sonst auch immer nach jeglichen Konzerten war, irgendein Lied, was halt ein totaler Ohrwurm ist, einfach laut zu singen in unserer Gruppe. Also ich glaube, wir waren zu siebt tatsächlich. Und dann haben wir 50, 60 Meter vor uns eine Gruppe gesehen, die hat dann auch angehalten, als sie das gehört haben, dass wir gesungen haben. Und die hat auf uns gewartet. Und als wir dann bei denen waren, meinten die so, hey yo, wir würden voll gern mit euch viben, hättet ihr Bock? Und wir waren nur so, ja klar, los geht's. Und dann haben die ihre Musikbox angemacht, ein Lied von Provinz gespielt. Und wir haben dann dazu alle gesungen. Und dann waren wir vielleicht eine Gruppe von 15, 16 Leuten, ich weiß nicht. Das war unglaublich cool und sind dann halt alle gemeinsam weiter zur nächsten Bahn gelaufen. Ja, ich weiß nicht, es hat sich einfach unglaublich cool angefühlt, so mit ganz vielen Menschen, die das auch feiern, dann da durch die Stadt zu laufen und ganz laut Provinz zu singen. Ich meine, hallo, was gibt es Schöneres? Ja, ansonsten habe ich dann heute schon mal ein bisschen Sport gemacht. Und zwar erst ein Workout oder ein Tanzworkout von Pamela Reif, je nachdem wie sie ausgesprochen wird. Und ein Yoga-Video von Maddie Morrison. Und ja, ich würde sagen, der Tag heute war auch ziemlich gut und ich freue mich so. Und ich habe endlich wieder meine Lieblingshose an. Jetzt ist es ja, also heute ist es ja auch mal kalt genug dafür. Die letzten Tage bin ich auch echt immer nur in Bikini oder Unterwäsche zu Hause rumgerannt, weil es einfach viel zu warm war. Ja, und ich habe auch schon ganz bisschen was an Uni-Sachen geschafft. Ich bin echt richtig begeistert, was ich heute so schaffe. Mega gut. Gestern war der Tag tatsächlich nicht so gut, da habe ich nicht so viel geschafft und so, aber ja, heute ist dafür viel, viel besser. Und heute Abend werden wir uns dann noch ein veganes Rezept kochen, und zwar Erdnussbutter-Miso-Nudeln. Da habe ich nämlich eine Empfehlung bekommen. Und dann werde ich das heute gleich mal probieren. Ja, und ansonsten, glaube ich, werde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen meinen Unikram weitermachen. Bis Robin kommt, der ist nämlich heute auch mal unterwegs. Das heißt, ich habe heute auch mal wieder den Vormittag für mich gehabt. Ich habe mir eben mal noch den Rest Nudeln von gestern Abend gegönnt und es ist schon echt lecker, aber mir war gestern Abend danach schon schlecht und jetzt ist mir wieder schlecht. Yay! Ich habe dann heute eigentlich kaum noch gefilmt, weil ich heute wieder beschäftigt war mit Uni-Sachen machen und ich habe heute auch echt viel geschafft. Ich habe zwei Vorlesungen durchgearbeitet, ich habe mein Buch weitergelesen, sogar einiges weitergelesen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich von der einen Prüfungsleistung, die ich abbringen muss,
abgemeldet, weil ich das einfach gar nicht schaffen würde dieses Semester, weil mir das echt einfach irgendwie zu viel wird. Ja, dann habe ich mich heute schon mal auf meine erste Klausur ein bisschen vorbereitet, und zwar wird das Französisch sein am 22.07. Und ich denke zwar nicht, dass ich da irgendwie durchfallen werde, weil ich eigentlich schon von mir selber überzeugt bin, dass ich das schaffe. Aber ich habe da ein bisschen was nachzuholen, weil ich ab und zu mal den Kurs verpasst habe. Was an sich jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber wäre schon besser gewesen, hätte ich das alles so mitgemacht. Aber ja, deswegen muss ich da ein bisschen was nachholen. Das habe ich jetzt schon ganz gut eigentlich aufgeholt. Ich glaube, mir fehlen jetzt in dem Arbeitsheft nur noch so 1-2 Seiten. Und dann bin ich da auch wieder voll und ganz da. Ja, und dann habe ich gerade eben tatsächlich mein erstes Reel gedreht. Richtig unreal, haha. Ich weiß nicht, ich fand diese Funktion auf Instagram immer ziemlich bescheuert am Anfang. Ich dachte mir nur so, wer braucht denn sowas jetzt? Und mittlerweile finde ich die ganz witzig, wenn sie auf so eine schöne ästhetische Art und Weise gemacht ist. Und ich hatte gerade einfach total Lust, weil ich gerade ein bisschen Me-Time gemacht habe, das einfach mal in Form von einem Reel zu machen. Und ja, da ist gerade mein erstes Reel entstanden. Ich glaube zwar nicht, dass ich das hochladen werde, weil irgendwie sehe ich mich so nicht auf Instagram. Aber ja, vielleicht kann ich es ja hier auch mal einblenden, wenn das irgendwie geht. Also ich konnte leider nicht speichern, aber ich habe das so mit dieser Bildschirmaufnahmefunktion aufgenommen. Vielleicht geht es. Ja, und ansonsten habe ich mir gerade Armbrot gemacht. Es gibt heute einfach nur Salat mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Ein bisschen Reste essen. Heute spielt ja auch Deutschland. Es ist wieder ein Deutschlandspiel. Eigentlich wollten wir uns das beim Public Viewing irgendwo draußen angucken, aber das Wetter meint es ja heute wirklich nicht so gut mit uns. Deswegen bleiben wir einfach zu Hause und machen es uns hier gemütlich. Ja, und was ich eigentlich auch noch erzählen wollte, ich bin heute übelst happy gewesen eigentlich. Also es hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht, weil mir eine geschrieben hat, dass sie meine Videos guckt und dass sie das richtig schön findet und dass ich es weiter so machen soll und dass, ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art, und ich war einfach nur so, was? Oh, ich habe mich so gefreut, weil ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon von ein paar vereinzelten Leuten schon auch so Feedback bekommen, irgendwie auch positiv alles, und irgendwie, es macht mich unglaublich glücklich, weil ich war lange, lange so unsicher, aber ich hatte auch lange, lange so Bock darauf. Und jetzt habe ich es ja einfach gemacht, aber ich traue es mich halt irgendwie immer noch nicht so richtig, richtig öffentlich zu machen. Also wenn ich irgendwie sage auf Instagram, ja, hey, ich habe ein neues Video hochgeladen, dann habe ich da meine enge Freunde-Funktion, wo vielleicht 80 Leute drin sind von meinen, keine Ahnung, wie viele mir folgen, die das dann nur sehen. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie immer noch ein bisschen unsicher, aber durch sowas werde ich irgendwie sicherer, und ja, es macht mir total ein gutes Gefühl, sowas zu lesen, und ich freue mich unglaublich darüber, wirklich. Also es war halt so schön. So, ich habe jetzt hier mein Essen geholt. Das gönne ich mir jetzt schön mit ein bisschen Hollandaise-Soße und mache mir nebenbei Fußball an. Yum! Wir haben gerade die Nationalhymne mitgesungen. Oh! Was spielen die da? Oh Mann! Ey, es geht so. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Manu! Tor! Ja! Also wir haben zwar gewonnen, aber das Spiel war trotzdem irgendwie echt scheiße. Und mit meinen Nerven bin ich auch am Ende. Du auch? Mhm. Robin auch. Ich sitze gerade noch im Bett, weil ich gerade erst am Aufstehen bin. Dabei ist es schon um 10. Aber heute wird ein richtig, richtig schöner Tag.
ich bin jetzt schon richtig, wie sagt man, aufgeregt oder so. Und ich freue mich total. Robin stimmt sich gerade schon in der Küche ein, weil wir gehen heute Abend zu Leoniden zum Picknickkonzert. Ja, und er fängt gerade an schon Brownies zu backen, weil wir uns heute vorgenommen haben, dass jeder so ein bisschen was mitbringt. Ich mache dann später noch so Blätterteig-Zeugs und Manja bringt Spieße mit Weintrauben und Käse und ja, es wird schön. Yeah.